Auch mir sei eine kurze Replik auf die sehr aufgeregte Rede von August Wöginger gestattet. Ich stehe hier als Volksvertreterin. Wir sind hier Volksvertreterinnen und Volksvertreter, auf die Verfassung vereidigt. Und wir haben den Bürgerinnen und Bürgern zu dienen. Und wenn Sie dieses Haus als Theater bezeichnen, dann ist das ein Angriff auf die Demokratie. Schämen Sie sich. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, es wird auch von uns keine Zustimmung heute geben. Aber nicht, weil im Frühling schon mal wiederholt werden musste, weil die 6 Nullen gefehlt haben. Nicht, weil heute wiederholt werden muss, was vorige Woche vergessen wurde, nämlich eine Unterschrift, sondern weil dieses Budget nicht in die Zukunft gerichtet ist. Es ist doch nur logisch, dass man azyklisch hier investieren muss. Es ist doch nur logisch, dass man den Sozialbereich aufwerten muss. Es ist doch nur logisch, dass man die Arbeitsmarktpolitik anders anlegen muss, als Sie es tun. Und wenn da heute behauptet wurde, dass noch nie so viel Geld für den Arbeitsmarkt ausgegeben wurde, dann kann ich Sie ganz, ganz leicht korrigieren. Für einzelne arbeitslose Menschen waren 2017 und 2018 mehr Mittel zur Verfügung als heute. Und dafür, für über 400.000 arbeitssuchende Menschen, auch für diese Aussage sollten Sie sich schämen. Sie verstehen nichts. Wir wollen auch keine verlorene Generation Corona. Unsere Kinder und Jugendlichen werden dermaßen im Regen stehen gelassen von Ihnen. Das schreit ja wirklich, aber in alle Welt hinaus. Sie haben die Schulen zugesperrt. Sie sagen, es gibt zwar einen Rechtsanspruch, aber nur, wenn die Kinder positiv getestet werden. Sie haben keine Ahnung, wann ein Kind vor einem Schulwechsel ist, in der 4. Volksschulklasse, in der 4. Klasse Mittelstufe. Die kennen sich jetzt nicht aus, welche Schule soll ich wählen. Man kann nicht schnuppern gehen, das verstehe ich schon. Ja? Aber es gibt keine Möglichkeiten für die Kinder, dass sie sich irgendwie orientieren. Sie haben auch kein Lehrlingspaket auf den Tisch gelegt, das jungen Menschen eine Perspektive bietet. Sie haben überhaupt nichts zu Pflege gemacht. Es ist einfach nur in Arbeitskreisen, wo diskutiert wurde, und eine Pflegereform, wo wir sagen, da braucht es mindestens 1 Milliarde. Es findet sich nichts in diesem Budget. Das ist weder Corona-konform noch zukunftsgerichtet, und dafür sollten Sie sich wirklich schämen. Aber 300 Millionen für einen Waldfonds, sei es drum, aber 300 Millionen im Ausgleich für Arbeitslose, das geht Sie irgendwo nicht aus. 30 Millionen hätte, wer 45 Jahre eingezahlt hat, es gekostet, diesen Menschen abschlagsfreiere Pension zu gönnen. 30 Millionen für Eigenwerbung, das geht sie irgendwie nicht aus. 180 Millionen für einen gemeinsamen Auftritt. Über 100 Pressekonferenzen haben uns jetzt schon gezeigt, wie sinnlos manche dieser Pressekonferenzen waren, weil die Leute, die zuschauen, kennen sich nicht mehr aus. Da sind Verordnungen am Tisch, die dann nicht mehr gelten. Da werden Verordnungen präzisiert, wo ein Enkelkind die Großeltern mehrmals in der Woche sehen muss, damit sie besuchen dürfen. Also all diese Dinge verstehen die Leute nicht mehr. Wir brauchen Vermögenssteuern, damit sich die Menschen diese Krise nicht selbst bezahlen müssen.